und dass dort eine grafische Oberfläche dazukommt. Dem zuvor haben wir natürlich Theoriestoff-Vorträge, wo man das erklärt, wie man das in etwa macht. Und es hat sich nachher gesagt, dass die Studenten das eigentlich mit sehr viel Engagement gemacht haben. Und gleich so haben wir das noch mit den anderen Spielen gemacht, wo wir jetzt halt fortgeschrittene Themen, wie jetzt zum Beispiel Strukturierung oder Modularisierung in Form von Objektmodellen gemacht haben, in unserem Raumschiff-Spiel gemacht. Und an der Stelle möchte ich jetzt das Wort lassen, den wir hier Entschuldigung. Ja. Danke, Günther. Ja, wie der Günther schon gesagt hat, Programmieren ist ein bisschen ein trockenes Fach, es gehört sehr viel Denken dazu und das Ganze muss man eben in kleine Bestandteile aufdröseln, dass man sagt, man will jetzt dieses Ziel erreichen, damit man muss was Theorie lernen, man muss sich Skills aneignen und wir haben da ein größeres Projekt gehabt, außer dem Quizspiel und das war ein, und wenn was passiert, dann muss ich das Raumschiff noch hinzeichnen. Ein Raumschiff hingezeichnet, das sitzt da in dem zweiten Bild, das war einfach so Buchstaben, die jetzt auch angeordnet waren, das ausgehört haben wir Raumschiffe oder so Asteroiden. Aber die Studierenden haben dann gesehen, ach, es bewegt sich was, eine Grafik und zumindest eine Grafik verändert und so das Spiel noch einmal auf die nächste Stufe gehoben. Der Ansatz war eben, dass man sagt, man hat eine Spielentwicklung immer einzelne Teile wie Steuerung der Cursor-Tasten, Bewegung am Spielfeld, Grafikanzeigen. Das waren immer so Einheiten, Lehreinheiten, wo wir begonnen haben. Dann gibt es eine Aufgabe, bewegt euer Raumschiff und dann haben die Studierenden das implementieren müssen. Dann gab es dazu meistens eine Hausübung, nächste Woche ist das abzugeben gewesen und dann hat man sich das einmal anschauen können. Wir haben dann immer eine Musterlösung bereitgestellt, wo man gesehen hat oder die Studierenden gesehen haben, aha, so hätte das funktionieren müssen oder meine Lösung funktioniert gleich. Man kann am besten Musterlösungen nehmen können und sich das anschauen, wie haben die Vortragenden das gelöst. Wir haben das Ganze mal evaluiert, dass wir mal sehen, wir wollten sehen, folgt das nur uns, weil, ich sage mal, wenn man Programmierer ist, ist das... Wie ich vorher schon gesagt habe,